Ja, nun, da sind wir wieder. Ja. Ein paar Kilo mehr, paar Falten mehr. Aber noch genauso. Aber ich sehe aus wie immer. Ja. Ne? Ist doch schön. Wir machen jetzt ein schönes Knaller durchgenommen für die nächsten 3 Jahre. Aber wenn knallhart, nehmen wir es durch. Es soll ja nicht so super lang sein, aber umso spaßiger. That's what she said. Okay, mit diesen gelungenen Gags, glaube ich, können wir den Cold Opener auch beenden, oder? Ja. Los geht's. Herzlich willkommen zu Knaller durchgenommen. Blasphemous. Ja. Blasphemous? Blasphemous. 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 Darf ich kurz eingangs erwähnen, dass ich sehr schön finde, dass du immer noch ein Anhänger des guten That's What She Said-Witzes ist. Ich bin mittlerweile in Kreisen unterwegs, teilweise. Wo das verpönt ist. Die sagen, ja, das ist auch lustig, lustig. Aber er passt, er ist zeitlos. Er passt immer wieder. Immer wieder gut. Und er macht immer Spaß und er gibt einem einfach so für ein paar Sekunden ein gutes Gefühl. That's What She Said. Er passt. Ah, gut, der war jetzt klar. Aber. Ich frage mich nur gerade, ja. Gibt es eine Map? Ja. Nein. Okay. Ich glaube aber, es ist nicht. Du hast ihn ja komplett auswendig. Willst du mich verarschen? Er hat doch nur einen Move drauf. Nee. Ja, sicher. Na, zwar, okay, er springt und dann macht er Captain Stampfobär. Das ist erstaunlich souverän. Ach, geht's jetzt schon los mit dem Knight oder was? Ha? Aber ich sag ja auch, ich hab die ersten 20 Minuten schon. Ja, siehst du, und jetzt bringst du mich aus dem Konzept. Ich muss trinken. Er hat doch nur 2 Moves. Guck mal, der macht immer das Gleiche auch. Der springt. Bam. Ja, ist ja trotzdem eine Timing-Sache. Ja. Aber der ist ja genauso träge wie ich. Das stimmt. Komm, oh, das wird immer ein bisschen spät. Komm, das will ich nicht mehr. So. So, gibt's wieder sowas wie eine offizielle Boss-Strichliste? Und Death-Strichliste und so? Ja, die zählt aber erst ab dem Part, wo du auch nicht mehr weißt, okay, was ich weiß nicht mehr, was jetzt kommt übrigens. Das stimmt nicht. Ich will jetzt mal so einen Finisher oder sowas machen. Obwohl ich es ja mit Skandinavien eigentlich nicht so hab. Ja, Entschuldigung, ich dachte, das Spiel ist schon so bierernst, ja? Kann ich vielleicht ein bisschen was wie Fröhlichkeit hier im Studio zaubern? Oh, Chest! Mhm. Ach, da kann man nicht an der Säule vorbei, oder was? Nee. Aber dann kannst du einfach von dem anderen. Power. Aber dann kannst du einfach runterfallen auf der anderen Seite. Hier? Ja, einfach das Bild hoch und dann da dich fallen lassen auf die Chest. Ja, aber das würde ja bedeuten, dass ich durch die Ladepause durch das Dings durch. Ja, hier und hier jetzt runter. Nee, nee. Hä, doch, da ist doch die Chest unter der Säule. Du siehst doch sogar die Säule. So, darf ich dann okay. Nach links springen. Nach links springen. Sicher? Ja, die Säule und dann ja. Ich bin dran. Okay, du weißt schon, dass das der Moment war, ne? Das ist so wie, aber Papa, die Herdplatte glüht und das Chili kocht. Ach, fass einfach drauf. Das ist nur angemalt, ne? So. Ja, aber jetzt mal ehrlich, also das ist jetzt ja nun wirklich, finde ich. Jetzt ist gerade der Kelch geplatzt, wie man so schön sagt. Ich finde, das war total plausibel, dass man da dann zu der Chest springen kann. Unsinn. Die Ladepause. An der Ladepause erkennst du, dass diese Gebiete nicht zusammengehören. Ja, aber jetzt. Boah, was bist du für ein Abstauber, echt? Das ist wirklich niederklassiges Spielverhalten. Hast du den. Chat, ne, ich weiß nicht, also. Guck mal, ne? Da schreibt der Hazard schreibt, nee, Eddie, also Socken aus ist eine Sache, aber das ist doch assi. Nee, ich finde, es war total plausibel. Es hätte genau sein können, dass wir unten rauskommen bei der Chest. Nee. Es musste versucht werden. Ja, aber du hast, nicht von mir. Ja, das war jetzt mal einer One for the Team. Ach so, jetzt ist das One for the Team plötzlich. Gut. Da oben kannst du wahrscheinlich nicht kaputt schlagen, ne? Das ist ein geiler Krieggang. Nee. Unten ja, sicherlich geht's auch nicht weiter. Okay. Und wenn du das. Ah! Da hätten wir jetzt aber fast in die Komplettlösung schauen müssen. Nicht mit Deutschlands weltbesten Let's Player der Welt aus Deutschland, Alter. Nein! Jawohl, Instant Death. Oh! Weil er so. Oh, das ist dieses Hochmut-Ding. Ja, weil er nicht gesprungen ist, weil das so träge ist. Warum. Es ist immer. Oh. Wie kann man da jetzt. Klettert der von alleine? Was? Also nee, hängt der von alleine an der Leiter oder muss ich da irgendwas drücken? Ich habe es mal nach oben. Nee, ist das dein erstes Videospiel? Was ist das für eine bescheuerte Frage? Also nein, ich drücke nämlich sicherheitshalber nach oben. Naja, gut. Probier's halt aus. Ja, nee.
wenn du mir noch einmal sagst, probier es aus und ich mache es, ja, dann erinnere mich dran, bitte im Chat, dass das der Tag der offiziellen Dummheit ist. Diesem Mann kann man nicht trauen. Sehr gut, Colin. Das sind zwei Sägen. Bam. Ja, das sind so zwei Latten, ne? Ich geh jetzt hierher. Ja, aber da war doch ein Item, willst du das nicht holen? Weißt du doch gar nicht. Da hab ich, haben wir doch gesehen. Da haben wir eins gesehen. Ja, pass mal auf, hast du es wieder hier? Sehr gut. Ich wollte schnell durchrushen. Ach, guck mal, wie viele von diesen Statuetten. Alter. Das bitte erhalten, dann ist der Aufzug. Du kannst auch oben schlagen. Schlag dir nach oben. Oder dann wäre sie tot gewesen. Bitte ja, schlag dir nach oben, er ist tot. Vielleicht hier ein Schrein. Vielleicht jetzt einfach nach links. Nach links. Nach links. Ach, da muss ich gar nicht hin. Stimmt. Ich hab sechsmal. Sechsmal habe ich nach links gesagt. Warte mal, stopp. Der kommt jetzt von oben nach rechts. Geht er nach rechts? Sechsmal hast du nach links gesagt. Einmal. Nach links. Oh Gott, oh Gott. Unfassbar. Was machst du denn? Ich gehe einfach durch das Ding wie Butter. Mhm. Wie Laser durch Butter. Guck, den habe ich schon zerfleischt. Mhm. Oh, jetzt ist da die Statue. Soll ich die Scheiß holen? Scheiß auf die Statue. Ja? Wir wissen noch nicht mal, wofür wir das brauchen. Das ist so ein bisschen blau. Doch, oh, guck das, mal, da ist alles verödet. Der Stacheldraht. Ich muss es wagen, weil du falsch abgewogen bist. Wir sind. Da müsstest du dich doch jetzt aber noch dranhängen können, oder? Mit dem Sprung. Hm? Ja, das ist auch mit dem Analogstick, ne? Da ist so ein bisschen dieses nach unten. Aber was ist denn, wenn man die nicht holt, die Statue? Ist das dann für den Rest des Spiels? Oh, ist dann. Mach das bitte nicht. Das ist alles deine Schuld. Nur wegen der Kackstatue. Ich hätte einen normalen Weg gehen können. So. Meine Güte, was für ein Elend. Mann, ey. Man könnte denken, ich hab sechsmal gesagt, nach links. Der geht nach rechts. Und deshalb sterben wir jetzt seit einer halben Stunde. Frau. Nee, doch. Du bist einfach unfähig. Erinnerst du dich noch vor 8 Jahren, als du die Milch hast offen stehen lassen? Ich erinnere mich in diesem Moment dran. Und Schatz, das war nicht vor 8 Jahren, das war vor 8 Minuten. Da eben hast du den Raum verlassen. Wir haben schon keinen Mana mehr wegen dir. Ja, guck dir das mal an, weil du einfach auch freiwillig nicht den guten Weg gehen möchtest. Zeig dir das nochmal mit dem Fahrstuhl. Lecko Fun! Jetzt baller die doch einfach mal oben da. Kommt der, kommt da. Du kannst. Nein! Alter! Alter! Wenn du doch einfach nur mal schlagen würdest. Ich will aber nicht einfach nur schlagen, wenn ich. Ah! Falsche Taste! Ach komm! Jetzt bin ich raus aus dem Rhythmus! Das brauche ich wieder. Jetzt muss ich erstmal. Schatz, ich muss erstmal 10 Minuten das Schlafzimmer verlassen und mich erst wieder sammeln. Dann komme ich zurück. Besser denn je. Geh doch hoch! Das bringt doch nichts. Ich muss doch erstmal dieses Kackbiest hier. Nein, nicht rum, Mann! Häng dich doch nicht automatisch an die Kante, wenn ich nicht will! Das nervt doch nur, ihr spanischen Entwickler! Ich hasse das! Geh doch, da ist doch nichts. Er rennt genau in die Glocke. Das so, jetzt. Das ist das Rhythmusgefühl. Eines Band. Da wolltest du jetzt hoch. Bandliedes. Nach links! Ja, aber du wolltest doch hoch, sagtest du. Links! Also unten oder oben her? So, jetzt lass mich. Links! Bam, bam, bam. So, jetzt mach ich dich erstmal tot. Ich hoffe, ich. Da hängst du dich jetzt auch dran. So. Tot! Bam, blödes Kackfass. So, weiter geht's. Dieses automatische Hängen, das ist doch scheiße. Okay, aber erstmal gucken wir mal, was da unten ist. Da ist einfach ein geiles Item. Dann sind wieder die Glockenboys. Ja, lass uns auf jeden Fall nicht zum Item gehen. Das könnte uns stärker machen. Und man behält es auch nach dem Ableben. Lass uns lieber die Typen, die uns überhaupt nicht angegriffen haben, killen. Das sind, sag mal, die wohnen hier schon länger als wir. Das ist klassisches Feindbild. Hast du nichts aus der Geschichte gelernt? Wenn du irgendwo invadest? Alter Schwede. Ich glaube, du musst immer hin und her rennen. Ich glaube, das
Alter. Das ist der andere übrigens. Mit einem blöden Alternabend. Wie kann man denn. Das ist Colin, Alter. Du bist professioneller Videospieler. Hauptberuflich seit 20 Jahren. So, pass mal auf, ich werde mich. Ich werde voll locken. So. Oh, oh, warum vibriert das Pad so, als ob es fast. Okay, es ist mir ein bisschen zu gruselig hier. Es hört aber auch nicht mehr auf. Hm. Was ist jetzt los? Ist gleich leer, das Pad. Sollte das. Wollen wir es vielleicht nochmal abziehen und wieder anstecken? Das ist doch nicht normal. Nee, das ist nicht normal. Oh Gott, das hat das letzte Mal zu gut Was ist denn das? Ja, keine Ahnung. Ja, ich würde sagen, zieh es nochmal raus und steck's nochmal an. Was ist denn das? Ich lese so lange im Chat. Als Presslufthammer, ja, absolut, das Pet will Colin. Oh ja, Marvin Papp, das natürlich. So, ist doch schwer schön. Ist natürlich, werden wir nicht mehr rausfinden können, das Pet hat sich nicht gerade beruhigt. So. Ich dachte schon, was ist denn jetzt los? Also, wir sind von unten hochgekommen. Ja, wir gehen jetzt noch mal zu diesem Mea Culpa-Altar. Na, herrlich. Was ist das denn? Das Problem dabei ist. Ey, das ist mein ganzer Tag, ist schon so. Ich bin wirklich leicht. Ich fühle mich so, als ob ich krank werden könnte. Und ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber dann ist man noch schneller, noch aggressiver. Dann bin ich nämlich auch nicht mehr hier, Mr. Captain Entspannt, der ich sonst bin. Kann man das nicht so. Oh Gott, können wir nicht jetzt eine Werbepause machen? Du immer mit deinen Werbepausen. Ich darf nie über Werbepausen sprechen, weil wir bei Game 2 keine Werbepausen machen dürfen. So, jetzt rede ich einmal über Werbepausen, du wirst mich schon wieder kaputt. Das ist machen. Wahrscheinlich hier der Mea Culpa. Ich werde jetzt rauskriegen. Dings hier, ja. Ich werde nur noch, ey, wenn ich hier raus bin, dann werde ich nur noch über Werbepausen reden. Ich mache mir sogar ein T-Shirt, auf dem steht Werbepause. Ich habe übrigens letztens, ich habe Super Metroid angefangen wieder. Hm. Ich glaube sogar, dass ich das nie durchgespielt habe, denn ich bin zu einer Stelle gekommen, wo ich fast gestorben wäre vor Wut. Wall Jump. Das ist ja das Schlimmste, was es überhaupt gibt. Mega easy. Wenn du es einmal gecheckt hast, mega easy. Mega easy. Warum ist das schon wieder so ein Reflex? Nein, ich will nicht so. Jetzt sehen, wie du das Super Metroid an dieser Stelle kommst. Switch. Wir du würdest es verkacken. Ich mach's dir direkt mega am easy. Mega easy. Nicht niemals. Mega easy. Mega easy. Du rollst mit dem, du rollst an die Wand und dann musst du die andere Richtung drücken. Im genau richtigen Super Timing. Mega easy. Das ist nicht mega easy. Okay, gib mir die fucking Switch, ich zeig dir das. Mega easy. Hätte ich doch das Fass nicht aufgemacht. Arschloch, ich zeig dir das jetzt. Ist das da drauf? Ja, das ist ein Super Simulator, den es doch jetzt. Boah, mega easy. Mega easy. Mega easy. Boah, du wirst es sofort schaffen, ja? Immer. Alles klar. Mega easy. Muss mir jetzt gleich, ich glaube, du musst gleich zur Kamera gehen. Das ist diese, übrigens diese Schnupfenaggressivität. Ich kaufe jetzt hier den Super NES Emulator. So, ich gehe erstmal hier wieder zurück und guck, was es hier noch gibt. Mega easy. Der Wall. Klassik Selbstüberschätzung. Meint ihr nicht eher Moonlighter? Alter Eddie, jetzt zeigen Emulator. So EZ. Was heißt EZ? So Ed? Easy. Sag mal. Ach so. Echt? EZ ist die Abkürzung für easy? Ja. Entschuldige mal, dass ich mit Rilke und Goethe meine Freizeit verbringe und nicht nur. Wer sind online. Die beiden? Sind das Kumpels von dir? Ja, aber der eine ist ein Arschloch, der schuldet mir noch 5 Euro. Den lässt er erstmal aus dem Dorf gejagt. So, Leute, jetzt müsst ihr natürlich auch mal eine Entscheidung fällen. Ich weiß jetzt nicht, wenn ihr sagt, auf jeden Fall, wir wollen das, Eddie, den ja, wie Andi. Denn? Es geht doch nicht darum, was die wollen, sondern was wir können. Wir müssen ja erst dahin spielen auch. Das wäre ja stimmt. Das wär's, nein, den kannst du von Anfang an machen. Kannst du von Anfang an machen? Siehst du, du hast null Ahnung. Lieber Aufnahmeleitung, meinst du, wir kriegen das irgendwie hin, im Hintergrund eine Mitgliedschaft zu erwirken, mit der wir dann den Super Nintendo-Ding und damit auch. Hier, guck mal, da sind 18 Accounts drauf. Vielleicht hat einer davon eine. Probier dein Glück. Ich mag jetzt übrigens die Ambition, die du hier gerade an den Tag legst. Ja, weil ich dir das einfach wirklich auch zeigen möchte. Ja, das finde ich. Es hat ja auch nichts mit Angeben zu tun. Es ist ja auch nicht angeben, wenn man sagt, ich kann atmen. Also, das ist ja dann einfach. Nee, das ist definitiv nicht angeben. Das macht auch die Erwartungshaltung auch nicht größer. Nö, also nur weil du in etwas Selbstverständlichem super schlecht bist, heißt das ja nicht, dass man sich damit brüstet. Ich freue mich gar nicht. Anhebt den. Hat mal irgendjemand hier einen Account? Oh, mit Gregor. Falls er keine Mitgliedschaft hat, kaufe ich die jetzt mal. So, Gregor. Der hat das doch bestimmt. Der guckt hier eh gerade zu und der könnte jetzt auch die Möglichkeit, der guckt ja den Sender den ganzen Tag. Ja, der liebt es, wenn du Sachen mit seinem Account kaufst. Ja, oh, ein Passwort müsste ich eingeben. Das ist schlecht. Was kann das sein? Grieche? Yamas, natürlich. Echt? Ja, keine Ahnung.
Jammers. Weißt du nicht mal, wie man Jammers schreibt? Ist nicht korrekt. Weiß ja nicht mal, wie man es ausspricht. Woher ist das Spiel manchmal ein bisschen... Ja, es ist ein bisschen von Träger. Bisschen ungenau. Ne? Nicht so wie bei Super Metroid, wo alles super gut klappt. Weiß ich bin ja auch selber ein bisschen aufgeregt jetzt. Ja, das ist ja so eine klassische Bluff, so eine Pokersituation. Du behauptest jetzt hier einfach das Blaue vom Himmel. Und je offensiver du das natürlich verteidigst, das Blaue vom Himmel, desto mehr bin ich ja, ich lasse mich davon ja auch durchaus ein bisschen, ich lade es mal kostenlos down. Es klappt hier übrigens gerade. Ich habe gerade den Game 2-Account. Das ist übrigens eine exzellente Sendung. Guck mal, das da oben meinte ich. Das kommen wir nicht hin. Da kommen wir doch nicht hin. Wieder kommen wir nicht hin. Probier dein Glück. Ich lade erstmal hier schön ein Super Nintendo-Ding. So, das lädt jetzt ein bisschen runter. Das kann man da nicht. Bin ich mal sehr gespannt. Mal doch hin. Natürlich kommt man da hin. Genauso wie der Walter. Ja, geh hin. Ja, geil. Mach ich auch. Hol dir ein cooles Item. Hast du heute schon mit irgendeiner Sache eigentlich recht gehabt? Pass mal auf, der Super Nintendo lädt gerade runter hier. Oh ja, ich habe Angst. Es kann natürlich sein, dass es mit dem, das gebe ich gerne zu, mit dem Digipad hier von der Switch nicht so einfach ist. Zockst du es mit dem Switch-Digipad? Oder mit dem... Damit. Mit dem... Dem hier, wie es hier liegt. Ja gut, das habe ich noch nicht gemacht, habe ich noch nicht probiert. Aber mit dem hier, dann probier's doch mal mit dem hier. Dann nee, vielleicht liegt es daran. Ich will zuerst... Nee. Dann liegt es vielleicht daran. Sag mal, ein Profifußballer schießt auch mit dem Basketball. Nee, vor, das ne? ist schon was anderes. Das eine ist ja kein Digipad, sind einfach vier Knöpfe. Es geht schon los bei dir jetzt, ne? Oh Gott, das ist wirklich albern. Ich kann nur sagen, ich habe Super Metroid. Ich spiele. Hast du gerade noch, dass du noch Haus und Hof gerade verpfänden wolltest und jetzt schon sagst, naja, also. Also, das ist so schäbig von dir, Colin, dass du wirklich Angst hast. Ich habe. Ausrede, oh Mann, Ausrede, okay. Ausrede. Ja, okay. Nee, dann mache ich es jetzt nicht, da habe ich keinen Bock. Das ist mir jetzt zu albern. So, wir müssen sowieso gleich mal. Komm, mach du jetzt erstmal hier schön. Du kannst gerne vor mir versuchen. Ich gebe dir. Ich habe auch gar kein Battle mit dir. Ich sage, der Walljump geht mega easy. Es kann natürlich sein, dass das dumme Switch-Digipad, was ja abgeschafft wurde bei der Switch Lite, weil es so scheiße ist, dass es damit nicht so gut geht. Für das war ja auch der Walljump nie gedacht. Ich lasse aber die Kritik an einem der besten und bestspielbarsten Spiele nicht zu, nur weil es auf einer Plattform erschienen ist, für die es nur ursprünglich nicht gedacht war. Das ändert nichts daran, dass der Walljump eigentlich relativ easy geht. Umso mehr verwundert es mich ja auch, dass du Probleme hast. Und das Digipit wäre vielleicht die Erklärung. Ja, vielleicht. Anstatt mit mir jetzt irgendwie so ein Beef auszumachen. Überhaupt nicht. Du Rubis. Du solltest. Hast du schon mal überlegt, ob du bei Olympia dich als Ruderer anmelden möchtest? Oh Gott, bist du schon. Wie du gerade zurückruderst, das ist schon faszinierend. Aber konnte. Haha! Pause. Willst du es jetzt wirklich wagen? So, wir unterbrechen unsere Broadcasting-Sensation, a.k.a. Blasphemous, für eine kleine Runde Super Metroid. Es geht ja immer noch daran zu beweisen, dass man auf Anhieb den Walljump hinkriegt. Aber gut, natürlich als jemand, der einmal im Jahr Super Metroid, jetzt ruder ich schon wieder zurück, sollte das natürlich auch irgendwie die kleinste Übung sein. Wie aufgeregt du bist. Das muss man einfach sagen. Aber übrigens, für alle, die gerade eingeschaltet haben, wir müssen ja einmal kurz die Walljump-Challenge abchecken. Es ist kein Skill, den man aktiv bekommt. Lass mal kurz. Du musst aber schon rollen können, oder kannst du das mit dem High Jump? Ah, nee. So, jetzt müsstest du es eigentlich. Also. Direkt mit dem ersten Mal, Colin. Soll ich nochmal machen? Nochmal. Warte, ich kann dir auch die ganze Wand hier hochhüpfen, wenn du willst, weil ich spring mal hier runter. Warte. Hier ist eine schlechte Stelle, wenn ich nicht hoch genug hüpfen kann. Hier. Probier's nochmal. Geh mal her. Was sind die? Ach, da ist, okay. Da war die Animation, ja. Ach, okay, wir haben beide recht. Was? Es ist ein Tacken. Wenn er so abrutscht, oder was? Gib mal, ich zeig dir die Animation. So, ja, ich hab's gesehen. Er macht eine Animation. Es ist leichter mit dem, Leute, wenn ihr euch einen Gefallen tun wollt, spielt Super Metroid mit dem Pad. Damit ist es quasi leicht. Ja, Eddie, du hast recht. Du hast es auf Anhieb hingekriegt. Okay? Können wir jetzt wieder Blasphemous weiterspielen? Ja, du hast recht, ich nicht. Okay. Auf Anhieb hat das geschafft, gebe ich zu. So, jetzt haben es aber auch alle gesehen, ich habe so oft genug gesagt, ich habe mich sogar noch entschuldigt. Wie konnte ich daran nur zweifeln? Jetzt darf ich aber auch hier weiterspielen. So, wir sind einfach für Blasphemous hier. Aber gut, mit dem Controller ist es natürlich auch nicht. Nee, das ist nur nicht. Aber es soll es nicht schmälern, aber es ist halt nicht so schwer.
So, willkommen zurück bei Blasphemous. Es ist folgendermaßen, wir sind gestorben, weil wir... Das ist dir letzte Folge auch passiert. Ach Mann! Heute ist aber Gott. Der Wurm drin. Heute ist echt der Wurm drin. Wie lange sind wir jetzt schon wieder auf Sendung? 3/4 Stunde. Wir haben original 4 Räume gesehen in diesem Spiel. Dieses Mann, ey. Dieses Let's Play wird ewig dauern. Boah! Das ist aber auch hier Todestango mit der Mango. Gab es heute schon einen Streit zwischen uns? Nein, den gab es noch nicht. Wir haben uns noch nie im Leben gestritten. Das ist wirklich, das ist ja eine Zumutung. Ich hab noch nie in meinem Leben Stress gemacht. So, jetzt aber auf zum Boss. Auf zum Boss. Wir haben sehr viele Leute in den Comments geschrieben, du sollst dir nicht, dass wie du mich ertragen kannst und solche Sachen hast du sicherlich auch gelesen. Ich kann da nur sagen, verstehe gar nicht diese einseitige Betrachtungsperspektive. Welche Facette hat das denn noch? Naja, also vielleicht erträgst ja gar nicht du mich. Ach so. Ist das so, das Symphony of the Night, das Schloss dreht sich auf links einmal oder so? Naja, es ist ja auch, also du bist ja auch ein anstrengender Mensch. Das ist ja wohl. Nee? Du willst jetzt hier den Streit triggern, ne? Aber das ist, schaffst du nicht. Ich bin ausgeglichen, wie ich auch meistens bin. Hier waren wir noch. Ja, da ist aber irgendwas, was Tod bringt. Falls die beiden in die Hölle kommen, werden sie sicherlich zusammen in einen Raum gestopft. Für immer. Sehr gut. Danke fürs Warnen, Colin. Zwei Tränke hatte ich noch. Was? Wofür warnen? Ja, dann sag doch, dass du fast tot bist. Ja, natürlich. Ich dachte, du hast einen Plan. Alter, das ist ja wirklich. Was jetzt? Du willst mir jetzt gerade vor, dass ich dich nicht gewarnt habe? Wie viele Dark Souls-Teile haben wir zusammengespielt, wo wir sagen, trink, du sagst nichts! Nichts! Okay, dafür darfst du beim nächsten. Du darfst mega der Co-Pilot, mega die Hilfe! Nur weil du neidisch warst, wie ich ihm gegeben habe. Also unfassbar. Du darfst jetzt drauf verzichten, mir zu sagen, wann. Nichts gesagt! Ich sag nie wieder was. Ich helfe dir nie wieder. Ja, ja. Sehr gut. Ich wollte dich tatsächlich vorhin nicht stören. In deiner Konzentration. Ich erinnere mich nämlich an Sessions, die wir schon mal zusammen hatten. Da sagst du, nicht immer reagieren, nicht immer ja, was da sagen. Ist ja, okay. Da hätte ja ein kleiner wollen Hinweis. Wir uns das nächste Mal wollen wir uns, also einigen wir uns drauf, wir wollen uns helfen. Wir wollen uns helfen. Weil wir beide zusammen hier vorwärts kommen wollen. Wir wollen uns helfen. Gut, dann machen wir das. Hüpf. Hey, Maya, ein Blut ist entweder zu oder kaputt. Der Philly. Maya. Was willst du denn? Maya, da ist die große Spinne. Maya, wir müssen ganz schnell hin. Nein, ich werde nur ein bisschen auf meiner Fiedel spielen. Auf deiner Fiedel? Maya, steck doch mal die Fiedel weg. Wir müssen ganz schnell. Die Spinne wird fressen. Maya. Leckeren. Maya. Kinder. Ja. Mittlerweile muss ich meinen Sohn mit Ninjago-Karten bestechen, damit er mit mir einen Film guckt. Ich kaufe dir eine Packung Ninjago, dafür guckst du aber E.T. mit mir. So ey, der könnte aber auch einfach extrem smart sein, ne? Ja, er ist, glaube ich, auch smart, aber es ärgert mich trotzdem. Mir wäre es lieber, er wäre ein bisschen dümmer und würde Filme mit mir gucken, ehrlich gesagt. Ach, so schön, hätte ich nicht sagen können. Naja, wie bei Souls, weißt du, wenn du ihn nochmal umskillen könntest, ne? Auf einem gewissen Punkt. Ich glaube, er muss ein bisschen dümmer sein. Oh, das ist schön, das gefällt mir. Easy. Ach nee, doch nicht. Ist aber auch nicht fertig. Ey, wäre ich da weitergekommen? Ich hätte, glaube ich, da doch hochhüpfen können, oder? In dem. Nein! Ich glaube, die Eier waren schon fast im Nest. Du dumm! Sind hier runtergefallen. Du dumm! Ich würde, nee, wir können jetzt aber nicht die Regel hier ändern. Nein! Guck! hier, guck mal, wir kriegen das sogar in einem Bildschirm eingefangen. Der letzte Moment. Das ist echt traurig. Das ist wieder so typisch.
Aber wo kam der denn auch plötzlich her? Ja, zwei Schleimbotzen. Und ich habe eben schon gedacht, lieber töten, dann ist weg, als, ne, du weißt. Ja, das war gut. Hat Ede Tattoos? Ja, ich habe ein Tattoo auf meinem Glied. Da hat aber leider nur mein Anfangsbuchstabe hingepasst. Da steht einfach nur ein kleines E. Das war auch ganz tief. Hast du auch drauf gewartet. Da ist er. Ja, wurde gefragt. Ich habe ein kleines E, habe ich mir auf meinen irrigierten Penis tätowieren lassen. Oh Gott. Das war jetzt auch nochmal Adrenalin-Terror. Abspeicher! Ehrlich. Was haben wir denn, boah, wieder? So, jetzt nochmal kurz überlegen. Unten fuhrt ja das Ding, dass man das aber auch nur so halb sieht. Soll ich mich da. Nee, ich lasse mich da nicht drauf. Obwohl. Kann ich mich nicht einfach drauffallen lassen und dann. Aber warum? Naja, weil ich habe so ein bisschen Angst. Das musst du doch auch nicht machen. Ganz ehrlich, muss. Vor dem Spalt, in dem du safe bist, wo du kaum siehst, diese scheiß Plattform da unten, muss davor eine zerbrechliche Plattform sein, frage ich dich. Damit du mit einem Doppelslide, weil du mit einem Slide kommst du da ja nicht rein ins Loch. Sofort wieder so eine kleine Frickelaufgabe hast. Ist das gut? Ist das, liebe Spanier, ich versuche auf Spanisch, was ich nicht kann. Oh, von da oben? El perdone me de mi gusto leyes. Ja. Ich finde das nicht gut. Gefällt mir nicht. Ich mach das jetzt Speedrun-Style. Bisschen spät. So, jetzt mit dem rechten Stick nach unten drücken. Genau, dann sehe ich die. Aber ich kann ja nicht drunter. Ich muss auf jeden Fall erstmal zu der Säule. Nein, aber du siehst ungefähr, wenn die Säule hier ist, also die, wenn das Ding da ist, dann kannst du so langsam so loslaufen. Du meinst, dass man doch drauf fällt? Aber ich glaube, man müsste das mit einem Sprung schaffen. Nein, dann gehst du hier runter. Ja, aber du hast ja auf jeden Fall die Möglichkeit. Dann ist es doch besser, unter dir noch was zu haben, als nicht. Jetzt. Genau. Ich sag so. Ja, auf drauf. Siehst du, genauso. Und Slide. Und links oben an die Wand. Ja, und festhalten. Erstmal festhalten. Ja, durchschnauben, erst Also, wir springen gleich da drauf, dann springen wir drüber. So. Warte, jetzt rechts das Ding mal, ich will erstmal nach unten. Geht nicht, ich kann nicht weiter nach unten. Das kann eigentlich nur, es geht nicht. Ich kann. Aber da unten ist ja diese Fahrbahn. Ich schätze mal. Meinst du, da ist. Aber eigentlich können die jetzt nicht da unten, kann doch jetzt keine Todesfalle sein, okay. Weil ich kann immer noch nicht. Doch, jetzt kann ich nach unten. Todesfalle. Ja, hoch wieder, hoch. Warum, was machst du denn? Du, doch! Wie kann man denn so dumm sein? Ja, weil ich, Alter! So, jetzt machst du's. Dieser Alter. Da kam gerade echter Hass durch. Ja, da kam wirklich kurz hoch. So, jetzt mach du's. Das ist so, als ob du Beifahrer bist. Es ist ein Unfall und der Beifahrer schreit, wie kannst du denn so dumm sein, als allererstes? Weißt du, so. Gut, jetzt bin ich gespannt. Aber ich habe einen kurzen Respekt in deinen Augen gesehen. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, das war einfach kurz. Ja, kurz so eine gewisse Sorge, ne? Das fand ich ganz gut, ja. Kacke. Wieso konnte ich nicht nach unten gucken? Das wirst du gleich sehen. Es ist einfach gesperrt. Naja, du wusstest ja, was da unten ist. Nee, nee. Ja, ist so. So, jetzt, ich bin gespannt. Naja. Ich weiß, du hast genauso Angst davor jetzt wie ich. Nee. Weil du die wissen, Momente es nicht weiß ich, ach so, ich muss ja da hoch. Ich habe halt andere Probleme in diesem Spiel, aber es ist halt, bei mir ist es vielleicht eher Unvermögen, bei dir ist es halt ein bisschen doof. Ich freue mich jetzt so drauf. Ich werde so feiern jetzt die Stelle, ich werde so feiern. Wenn du es schaffst, bin ich einfach nur froh, dann muss ich sie mir nicht normal machen. Jetzt ist natürlich der Druck da, ne? Ne, überhaupt nicht. Ach doch, der war auch schon vorher jetzt da, ne? Boah. Ich hasse sowas, auf den letzten Meter. Und dass man dann auch nicht mehr hochkommt. Ich hätte es ja noch korrigieren wollen. Aber ich das hier schon nicht. Ja, weil das ist mit diesem Blöden an der Kante hängen. Was hast du gesagt, R-Trigger? RT, dann lässt er sich fallen. Du kannst natürlich auch nach unten springen, aber dann geht er erst hoch. Also. Aber wenn du RT genau drunter, hast du ja eben gesehen, dann springt er ganz schön drauf. Du darfst natürlich nie nach oben springen dann, ne? Oder nach oben drücken. Du hast nicht nur RT gedrückt. Das ist doch jetzt Absicht, oder? Ich würde so gerne jetzt ein Pulsmesser bei dir anlegen. Einfach mal deinen Herzschlag jetzt gerade. Weil ich ja, das glaube, ist noch, weil nach außen so, weil bist du der coole so E-Boy. Ja. Ey! RT!
Dann lässt er sich fallen. Du drückst irgendetwas anderes. Ich weiß nicht was, aber ich werde gleich genau hingucken. Ich zitiere jetzt nicht, was Afuki gerade im Chat schreibt. So, komm, jetzt häng ich doch schon mal unten dran. Nee, ich mach das jetzt anders. Klappt ja bei mir nicht. Gott. Ja gut, dann mach so. Ist auch schön. Ja. Oh. Wunderbar und schön. Wunderbar und nicht zu viel wollen. Okay. Dein Hals kratzt jetzt übrigens vor lauter Schreien. Was war denn da jetzt rechts nochmal? Also unter dir waren Stacheln, du kommst nicht mit einem Sprung drüber. Du musst jetzt einmal kurz... Ja, aber ich glaube, du musst einmal nach unten jetzt, um irgendwie zu wissen, was hier einfach. Das ist doch eine Scheißstelle. Ja, da kommst du ja nicht mehr hoch. Ja, von der ersten schon, wenn du wieder hochspringst. Ja, nur mal, um einmal ein Gefühl zu bekommen, okay. Da ist doch eine Plattform. Oder musst du. Ja, da, natürlich, aber da kannst du nicht draufspringen. Doch. Irgendwann kommt die. Du willst von da jetzt draufspringen? Das geht, aber wenn ich einen halben Millimeter später gesprungen wäre, behaupte ich. Glaube ich nicht. Vielleicht, wenn du auf das Ding und dann mit diesem Sprung, den wir noch nicht können, weißt du? Ich meine, das geht. Ich bin ein bisschen zu früh. Ja, mal probieren. Pass auf. So, ne, das war perfekt. Richtig schön mittig. Jetzt gleich weiter, komm. Ja. Das wäre besser, Botti! Okay, okay. Die da dranhängen, meint okay. So, weißt du? Ach so. Ach so. Aber ich warte mal, probier mal, ob das hier auch klappt mit RT. Nein! Oh Gott! Nein! Warum immer die Experimente? Warum die Experimente? Schatz, ich weiß, wie wir den Stau umfahren. Vertrau mir. Nein, wir kommen nie mehr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es hätte alles so schön sein können. Oh Gott. Colin, das gibt's doch nicht. Ich sag nicht. Einmal hängt er sich da nicht an die Kante. Ja, das war Pech. Das war das. Ja, auch. Sehr gut, sehr gut. Ja. Bäm. Okay. Was mache ich jetzt? Jetzt machst du das, was ich. Erstmal gehst langsam hoch, ganz vorsichtig. Dass du nicht von dem jetzt irgendwie sehr. Oh. Fickobert, ey. Ey! So, jetzt, ne? Ja, das ist nicht gut. Du kannst probieren. Okay, probier's nicht. Nicht, nein. Was war das? Warum? Weiß ich nicht. Warum? Warum? But why? Es wäre doch nicht nötig gewesen. Warum? Es war so schön und ich war auch stellenweise sogar sowas wie beeindruckt, auch wenn ich das nie laut sagen würde. Aber warum? Warum? Es war so schön. Ach komm, ich bin jetzt schon wieder unkonzentriert, weil ich keinen Bock habe. Auch irgendwie muss man schon mit dem nötigen Selbstbewusstsein. Ja, nicht ganz. Nicht ganz. Verschluckt. Ja. Ja, war nicht perfekt getimed. Egal. Oh. Better safe than sorry. Ja, ja. Jeder wie er kann. Was war das? Da wolltest du zu cool. Du wolltest zu viel. Ich dachte. Warum hast du nicht einfach das trainierte Olympia-Programm umgesetzt? Ja, aber pass auf, ich sag dir, was der Gedanke war. Der Gedanke war, ich hatte den Sprung ja fast geschafft und dann dachte ich ja, wenn die Plattform da ist. Nein! Jetzt war ich so gefesselt von deiner Geschichte, dass ich vergessen habe zu. Okay. Ey! Wir können an dieser Stelle nicht mit dem rechten Stick nach unten gucken. Das ist ja das, was ich gerade jetzt schon seit Stunden versuche, hier irgendwie klarzumachen. Ja! Wenn man es schnell versucht. Ja! Wegen diesen Flugviechern. Ich habe jetzt Angst. Ich habe vor jedem Sprung habe ich jetzt Angst hier. Meine Leckofanten-Minosauen. Nein! Ja, komm, das ist jetzt aber wirklich ein bisschen Quatsch. Er ist gegangen. Er ist wirklich gegangen. Aber das war wirklich super dumm. Ganz ehrlich. Kann man jetzt auch nicht entschuldigen. Ich glaube, er hofft jetzt, dass er zurückkommt. Und dann ist das hier schon durch. Und das wäre auch. Eigentlich würde ich ihm das gerne zeigen, dass ich das so easy geschafft habe.
muss auch sagen, das Karma vom Colin ist das, was hier das Ganze so schwer macht. Hi, na? Ich war nur kurz auf dem Klo. Gut. So, beruhigt habe ich mich jetzt nicht. So, ich drücke nur RT. Ja, ich ja. habe sogar meinen Finger. In 3, 2, 1. Ja. Okay, das ist ganz komisch, aber ja. Ja, ja, ich sag's ja. Das ist, er macht halt so eine Animation. Ja, ja. Wunderbar. Wunderbar und schön. Oh Gott. Das schaffst du nicht. Doch, schaffst du! Jetzt springe! Wenn das jetzt. Okay. Hat sich gelohnt aufs Klo. Das Herz der heiligen Reinigung. Also, das muss jetzt aber das ultimative Item sein. Mensch. Ja. Also ich sag mal so, vom ersten Lesen her klingt das jetzt nicht so geil, aber muss ja super geil sein. Das ist halt das, was ja auch. Das ist dieses blöde Hochdrücken an der Leiter, weißt du? War nicht so. Ey, das ist aber auch genauso timen, dass ich genauso time wie diese Kackbällchen aus der Kothölle. So. Ja. Wir wissen beide, dass ein bisschen Kommissar Zufall mit dem Spiel war, aber es war sehr, sehr gut. Es war genau so gewollt. Wieso kannst du mir denn nie Respekt geben, wenn ich mal was gemacht habe? Weil du nicht wusstest, was da unten war. Ich wusste, er ist doch runtergesprungen. Ja, dann wusstest du es. Hast du diesen coolen Sprung gemacht ins wilde Nichts und da war zufällig der Gegner, ne? Der war nicht zufällig da, der ist über mich hier rüber gesprungen. Ach, der ist da runtergefallen. Okay, das hatte ich nicht gesehen. Da habe ich einen Moment nicht Ich hasse dieses an die Kante hängen. Man könnte doch einfach eine Taste gedrückt halten. Apropos, was? Mein Alicante? Ja. Naja, komm. Also, bei Alicante mal einen Döner gegessen. Komm, das weiß ich. Konsequente. Alicante den nicht. Ja, der ist aber auch eine Kante. Ich habe gestern was gemacht, was ich noch nie gemacht habe. Also wirklich ein bisschen verrückt. Die Hände gewaschen nach dem Stuhlgang. Nach dem Kack die Hände gewaschen. Verrückt, wie toll das war. Jetzt pass auf. Du kommst da nicht hin. Doch, doch. Da kommt man. Nein. Ach nee, komme ich nicht hin. Weil, das Gift dich runter. Genau, das Gift zieht mich runter. Sondern das Gift und du übrigens gemeinsam. Ey, ich will doch jetzt einfach nur hier weg. Aber jetzt merke ich schon, du bist die Geduld ist am Ja, ich bin, ja, ja, ist richtig. Ich wollte jetzt schnell durchrushen, weil mich das nervt so. Jetzt diese ganze, jetzt kommen die Spießotzen, ne? Bitte lass offen sein. Aber er macht's nicht nochmal. Oder ich raste aus. Zack. Mann, ey, leck mich am Sack. Also, hallo? Wo gibt es das? Weiter oben? Na komm, wir gucken jetzt nicht. Ja, gut, dann guck du doch mal. Guck du doch jetzt mal, was der Chat sagt. Spiel doch mal jetzt. Ich will wissen, wie ich die Immunität bekomme. Die hätte dir nämlich gerade geholfen. Ja, aber wir spielen das halt jetzt ohne Immunität. Ja, du bist aber auch wirklich. Man kann es dir auch nicht recht machen. Du bist wie so ein altes Weib. Wir freuen uns dann später, wenn wir in 10 Stunden die Immunität finden und kein einziger Giftnebel mehr auftaucht im Spiel. Deswegen wäre ich ja dafür, sie jetzt zu suchen. Wenn man sie denn finden kann. Wir machen jetzt mal das zu Ende. Kann doch nicht so schwer sein, hier noch da oben den einen Raum da. Du warst doch schon da, du hast dich schon fast gekillt. Ja, aber du hast doch meinen Leichnam gesehen. War 5 Meter hinter da. Nein, 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 nein! Ach, jetzt wissen wir plötzlich genau Bescheid, wo sie lang geht. Ja, ich sag dir halt, wenn du falsch läufst, im Gegensatz zu dir, so. Der mich immer ins Verderben laufen lässt. Also wenn du dich selber ans Steuer sitzt, fährst du einfach mal drauf los. Ist das die Herleitung? Wenn ich dem Beifahrer sage, bitte steuer mich und der Beifahrer einfach nichts sagt, dann heißt das immer geradeaus. Nein, nein, genau. So lernt man es in der Fahrschule. Der Beifahrer wurde nicht immer geradeaus und du hast nichts gesagt. Du hast den Beifahrer aber. Oh Gott! Ja, das geschieht ihm recht. Gib ihm. Ja, ja, komm halt erst du! Jetzt kommt sie wieder und fängt an zu. Ich pull die jetzt nämlich nicht alle. Ich pullier dir gleich. Ich puller hier gleich, ne? Ja, ja. So, und den, guck mal hier. Stark. Den hast du auch langsam raus. Ja, aber langsam, das ist das Problem. Jetzt zweimal. Jawohl. Den hast du nicht raus. Nee, weil das einfach auch spirrelig ist. Ja, weil er da oben, man denkt, da oben kommt er noch. Ja, da kann er noch haken und er tut's nicht. Ja, probieren wir es nochmal aus. Das ist noch spannend. Auch wieder so ein Leiter springen, da bin ich ja schon so manches Mal gescheitert. Warte. Du guckst auch nicht in den Raum. Wenn da jetzt ein Ich guck da jetzt rein.
Ich hab's gewusst, wieso? Ich wusste es. Ich hab noch gesagt, guck doch erst. Du hast jetzt auch Angst davor. Oben geht's doch garantiert weiter. Mann, diese Leitersprünge ist mir jetzt zweimal passiert. Jetzt, ab jetzt habe ich hochoffiziell Angst vor dem dritten. Und vor allen, die danach kommen. Meine Fresse. Auf diesen Klippen am Fuße eines verschneiten Abgrundes warten die Wurzeln eines Geheimnisses auf jenen, der geduldig wartet. Das hast du genauso gesprochen, wie der Antennasprecher am Anfang die Folge zusammenfasst. Ein junger sportlicher Student, so müsstest du das weitermachen, das war genau das. Ein junger sportlicher Student trifft sich mit Jan, Namen mit Colin. Namen Cornelius wartet auf Jan Tenner im Terminal. Cornelius sagt: Na, Jan? Ja, ist doch. Da hat man doch jetzt auch nicht gesehen, wo man hinspringen muss. Hey, fick dich! Blödes Spiel, ah, nicht du. Jetzt du hast es doch getestet. Jetzt wir haben es doch getestet, aber das ist doch schon scheiße. Da war das nämlich kein Baum. Ach, das war unnötig. Ja. Das war, das war wirklich unnötig. Vor allem hätte man sehen können, wo man hätte hinspringen können müssen, Chat. Hätte man das sehen können? Nein, behaupte ich, bis ihr mich eines Besseren belehrt. In der Hoffnung, dass dieser Tag niemals kommen möge. Unbefleckte Perle, was war das nochmal? Das klingt für meine erste Freundin. Er kann ab, bitte, aber in dem kann man. Ihr seid frei von Schuld, ja. Ja, du mach dich. Dass du wirklich die Unschuldigen schlägst. Wir sind doch hier nicht mehr auf dem Schulhof. Ich bei aller Liebe. Ein Millimeter weiter und ich bin tot, ne? Ja. God damn it, es ging nicht anders! Das ist aber wirklich. Als ob du die Pistole so in den Mund steckst und sagst, wenn ich es abdrücke, bin ich ja tot, ne? Das will ich ja nicht. Und drückst ab. Boah! Das war echt nicht so gut. Das ging nicht anders. Ging nein, aber man kann nicht anders. Ich weiß. Gott sei Dank nicht so. Ich hole die Leiche jetzt hier mal mit. Nehme ich mal mit. Komm, du musst es jetzt überholen. Du darfst ihn nicht fliegen lassen. Das ist die Abmachung. Pass mal auf. Ja, okay. Oh. So lachen wir das jetzt. Okay, pass auf mal. Oh, der war gut. Ah. Aber wenn es nur so geht, ist er auch schon. Ich versuch's mal im Ducken. Ja, wahrscheinlich geht das so nicht. Du musst irgendwann mit dem Aufzug da runter. Achso, du meinst, dass der einfach nach unten fährt und während. Aber während man. Einmal, ich mach noch einen ganz kleinen Tick. Ja, ja. Meinst du? Ja, mach. Oh. Okay, ich glaube, es geht nicht. Haken dran, der Zöllner kommt. Das klingt wie so ein. Wie so ein Song. Was? Von. Haken dran, der Zöllner kommt? Haken dran, der Zöllner kommt. Mit der teuren Stoppuhr. Ich fahr mit dem Zug, denn ich hab vom Ticket genug. Ja, nicht schlecht. Ah, ja. Die Wunden eines gebrochenen Eides lassen sich niemals heilen. Das ist ein schöner Kalenderspruch. Den stick ich dir und häng dir zum Geburtstag an die Wand. Ich mache mir das mit so. Die Wunden eines gebrochenes Ei. Aufs Bett als Wandtattoo. Ja, ja, das ist echt geil. Nicht Good Morning Coffee oder diese Scheiße, die du. Ach Gott. Carpe Noctem. Ja. Außerdem verzieren Tine Wittler und ihr Team das hippe Single-Loft mit flotten Sprüchen zum Beispiel. Ihre unberührte Oberfläche wurde. Und so weiter. Auch wieder in Grau, das ist doch. Oh, ist das hier Wind? Oh nein. Oh Gott. Ey, nenn mich Nostra Colin, ja? Ja. Hast du gerade gesehen, wie du weggeweht wurdest? Ja. Je nachdem, wie der Wind geht? Ja. Das wird bestimmt in 3 bis 4 Bildschirmen kombiniert mit einer beschissenen Sprungpassagenabfolge plus Gegnern, die uns in den Wahnsinn treiben wird. Bis, oh Gott, oh Gott. Ich sag's dir, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Und man rutscht unfassbar auch noch. Und die Plattformen gehen kaputt. So alles, was Spaß macht, ist in einem Screen vereint. Und du. Oh Gott. Der Wind ändert sich aber mal. Ja, ja, eben, das meine ich ja. Du springst gerade mit voller Wucht und denkst, juhu, und dann, ach nein. Gut, dass es keinen Berührungsschaden gibt. Ich wusste nicht, dass das schon der Bildschirm ist, aber es ist so ein bisschen.
wie der Zauberer auch noch hinterhergestürzt ist in den Abgrund. Warte, ich komm nicht. Ich geb dir noch. Kein Berührungsschaden. Tot. Oh Mann. Oh, ich hab doch jetzt schon wieder erkannt. Ich krieg doch jetzt schon echt leid. Oh, das wird richtig ätzend. Ja. Vor allem, wenn das quasi nur das Vorspiel zur Hölle war. Ich sage, Colin, wenn einer auf diesem Planeten das schafft, dann du. Echt? Meinst du, dass ich das wirklich schaffe? Ich schaffe, ich glaube schon. Cool, cool. Wenn du dich konzentrierst. Bei dir ist es immer eine Frage von. Ja. Babbelt er jetzt irgendeinen Quatsch? Oder was? Geht er es wirklich ernsthaft an? Quatsch. Der Wind mich in die Arme der frostigen Geliebten getragen hat. Okay, der Wind. Es wäre am schönsten, wenn man hier nur so 3 Sekunden dranhängen könnte. Dann wäre ich schon längst ausgeflippt. Kommt noch. Jetzt habe ich nichts zu werfen. Jetzt muss ich genau die gleiche Scheiße machen, die auch du gemacht hast. Aber das war eher sogar schlecht, dass der so weit vorne war. Pass auf, jetzt kommt der Wind, trägt mich. Der geht doch bestimmt immer abwechseln, oder? Ja. Oh, arschgesichtiges Arsch. Ist er tot? Nein. Hast du ein Gemälde, Mann? Einer, Mann! Komm. Ich heile mich dran. Siehst du, ich hab doch gesagt, du schaffst es. Wenn's Heilo. Heilo. Nicht da an der Kante stehen bleiben. Ja. Achtung, Wind. Winddiesel. Winddiesel. Richter, danke. Oh Mann. So, hier ist das. Erstmal rein. Bist du nirgendwo. Oh. Oh, Item. Komm an. Komm angeweht, du olle Glockenschlunke. Dieses Item wirst du dir verdienen müssen. Oh, ich will schlagen und nicht stecken. Und da ist wieder ein Zauber. Oh, jedes Mal, jede Scheiße haben sie hier. Jetzt ist natürlich der. Ach Mann, ich wusste es, der Wind wehte falsch. Ich habe eine gewisse Ungeduld, ne? Ist mir noch nicht aufgefallen. Ja, ich bin auch nicht sicher, aber ich muss mal in den Chat fragen. Das war's mit Blasphemous. Knaller durchgenommen. Vielen Dank. Das hat eine Riesenfreude gemacht. Wir sind fast am Ende, würde ich sagen. Nächste Folge. Durch. Endgame. Haut rein. Let's go! Letztes Mal haben wir das Spiel fast durchgespielt, Colin. Ja. Ich habe das Gefühl, heute wird ein großer Erfolg für die gesamte Gaming-Industrie, für Let's Player weltweit. Denn, Leute, wir spielen ohne V-Sync Blasphemous durch und das hat noch keiner vor uns gemacht. Ich habe einen Schraubenzieher, den ich in die Luft werfe und wieder auffange. Ich glaube, wir werden heute rehabilitiert als ziemlich krasse Gamer. Warum? Was denn? Da warst du gar nicht her. Was hast du denn gemacht? Ich will nach oben. Ja, aber du warst doch im richtigen Raum. Nein! Doch! Ja, hätte, aber ich gehe lieber den Weg, der ist schöner. Getrocknete Blumen von Tränen durchtränkt. Getrocknete Tränen von Blumen durchtränkt. Das wäre doch wieder sowas, so ein Frankfurter Song. Ich nehme es umsonst, aber ich nehme es auch geschenkt. So, genau. Ja, was das sagst wenn du nicht mehr da bist, stehen die Blumen noch hier und erinnern mich an dir. Gott, Colin. Das kann nicht gut gehen. Ich habe 40 Cent gefunden. 50 wäre mir lieber gewesen, aber ja, du musst es jetzt mit 48 machen. Wir haben auch übrigens 4.000 Euro da oben gesammelt. Nein, und die Blutolle wartet nur auf unser Geld. Wir haben alles falsch gemacht. Go. Okay. Alles gut. Ja, nur noch 3 Schläge, Colin. 1, 2 und jetzt alle. 3. Oh! Oh! Jetzt hast du ihn doch. Oh, Scheiße, jetzt kommt der Todesschlag. Du hast ihn gleich. Jetzt hier, ja, einfach nur Schlag. Yes! Der war aber all. Er war verdammt schwer, aber die 48 Mana haben 48 Zen waren's. Das weiß ich auch nicht so gut. Requiem Aeternum. Ohne die Olle haben wir es gemacht. Ohne die Haut drauf. Der war aber nicht so schlimm. Weiß ich nicht. Nee, war schon Multitasking. Ja, das stimmt, aber ich hab mit Schlimmerem. Hey, da ist eine Wand jetzt. Soll ich mal eben. Oh, da ist eine Wand jetzt. Ich muss sagen, 7000 Euro haben wir jetzt. Ich muss sagen, ich bin vor Stolz. Hätte ich fast ein Kind bekommen. Nächste Woche geht's weiter. Ich freue mich drauf. Wir sind dem Ende nah. Würde ich sagen. Was soll dann noch kommen nach der Kathedrale? Als am Ende kurz hätte. Der beschützt die Endcredits, der Typ. Und wir werden sie ihm entreißen. Bis zum nächsten Mal. From his cold dead hands, mein Lieber. Bis zum nächsten Mal. Nano. Wo ist denn der Flaschenöffner, mein Lieber? Den hast du doch bestellt. Ich habe das mit einer Flasche gemacht. Ach, deswegen tut mir der Kopf weh. Wow. Ach, das heißt. Okay, jetzt konzentrier dich, Colin. Du darfst nicht reden beim Spiel. Immer wenn du redest, bist du scheiße. Also jetzt mal unabhängig vom Spiel. Außer beim Sex. Du sollst mir irgendwelche Call of Duty Hubschraubergeräusche vorführen. Ach so. Okay. Und jetzt hau bitte mal den Haufen kaputt. Einen mit Finger weg, kriegst du einen Bonus-Leben. Den Finger weg!
That's what she said. Das ist aber trotzdem richtiger Scheiß. Haben wir denn nicht so einen Aufladeschlag? Muss doch irgendwas geben, was man hier mal ein bisschen. Das ist schon gut. Ja, ach, nee, ich hab keinen Bock auf den. Nee, dann noch ohne Scheiß, da geh ich jetzt gleich wieder. Das meine ich, da zock ich doch, lieber baller ich doch mit der PKM, lieber ein paar vorbeilaufende Deppen rum und beschimpf die dann noch wenigstens angemessen, als mir meine Zeit mit sowas hier. Ja, guck, Alter, was machst du denn? Mach's. Du bist ja noch bescheuerter. Oh Gott, ich dachte, er könnte hängen. Mach du's, Mann, bitte. Ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und du bist die einzige Hoffnung, die ich hab. Weißt du, wie verzweifelt ich jetzt bin? Weißt du, wie ich mich jetzt fühle, als gestern als Gaming-Gesandter einer gesamten Zunft. Mach du's bitte. Oh Gott. Ich hab gedacht, ich könnte direkt springen. Nein, ich muss erst auf die Zwischenplattform. Oh Gott, oh Gott. Wieso mache ich das jetzt eigentlich? Weil das ist dein Job. Weil du es kannst. Ja, aber du wirst es nie lernen. Das sage ich meinem Sohn auch immer, wenn er sagt, mach mir mal die Schuhe zu. Dann sag ich, so wirst du nie. Nein! Der Kopf schon weh vor Lachen. Ich hab schon so einen Druck auf. Nein! Aber es gibt ja, weißt du, bei dieser Problematik gibt es nur eine Lösung, ne? Schuhe mit Klettverschluss. Ja, das ist der Anfang, aber du willst ja nicht, dass er verprügelt wird in der Schule. Also wie man heutzutage verprügelt für Schuhe mit Klettverschluss? Naja, die Chance, ich würde sagen, ist auf jeden Fall ein höheres Risiko. Früher war es doch eher umgekehrt. Wenn ein Sergeant Schnürschuh um die Ecke kommt, war er gleich am nächsten Busch aufgeknüpft. So, jetzt hier drauf, falscher Moment. Alter, das ist nicht zu fassen, Colin. Mann, ey, es tut mir wirklich leid. Ich weiß, es ist beschämend. Ich möchte einfach nur ins Bett. Das wird heute nix. Nein. Das tut mir alles so leid, lieber Chat. Es tut mir leid. Wieso denn? Ich hab's doch gecheckt. Nee, hab ich nicht. War dumm. Überspringen. Ui. Und weiter. Und hoch. Ah, das gibt's doch nicht, Colin! Ich kann doch nicht, ich kann. Dafür mach ich den Bossgegner gleich First Try. Deal? Du machst jetzt, für jedes Mal, wo ich hier hochgehe, musst du einmal den Bossgegner machen. So sieht's aus. Jetzt ist schon der Rechner abgestürzt. Wir wechseln uns jetzt ab. Wir wechseln uns jetzt hier ab. Was das heißt, wie oft muss ich den jetzt schon machen? Zwei oder dreimal. Ist das dann wieder so ein, krieg ich dann wieder ein gut geschrieben? Nee, das hat nichts damit zu tun. Das ist ja alles kausal, hängt das ja mit deinem Versagen zusammen. Das heißt, das alles, was ich jetzt versage, zählt eigentlich. Es ist aber irgendwann wird die Argumentation auch dünn, ne? Es ist auch wirklich eine Kotzecke hier. Ja, oh Scheiße. Das ist jetzt wirklich nicht der Zeit. Ey, lass uns doch, Alter, einfach kommen. Die Leute, wer guckt gerade zu? 500 Leute, die behalten das für sich, wenn wir jetzt hier einfach Haken dran machen, wir denken uns irgendeine Räuberpistole auf, warum das hier nicht aus, warum es jetzt nicht weitergehen kann und holen die Folge einfach irgendwann nach. Ey, wir können doch auch einfach sagen, der Spielstand ist weg. Ja. Und einfach das nächste Spiel. Ja. Nee, Leute, ich habe jetzt schon wieder Angst. Das gibt's doch überhaupt nicht. Letztes Mal, weißt du, wie glorreich wir das letzte Mal begonnen haben. Ja, das war aber auch einfach. So. Hatte ich jetzt. Ach oh Gott, ja. Einmal durch, dann tut's mir nichts. Ich heile einfach mich einfach mal. Hinweis zu finden, wann dieser Schwanz kommt. Ich habe übrigens gerade ein That's What She Said Gag. Ja, das ist mir schon klar, dass sich das triggert. Das weiß ich. Weg da, weg da. Ja, ja, ja! Weiter. Mist, das wäre gewesen. Das ist er, das ist er. 3, 2, 1. Komm, einmal noch! Einmal noch! Ja, einmal. Das Baby! Das Baby! Weg! Einmal in die Kammer! Ja, ist tot. Jetzt darf ich weiterspielen. Ja, mach ruhig. Das war ja mein Joker sozusagen. So. Jetzt bin ich aber auch wach. Scheiß auf den Kaffee! Ich dachte ehrlich gesagt, du bist gerade gestorben. Ich war nicht ganz sicher, weil diese Kombination aus auf du der bist letzten gestorben. Lücke, das B. Nee, Moment! Du bist gestorben! Aber das war doch die Animation von Blutrot besiegt. Das ist doch dieses. Aber geh bitte nochmal hin, der ist bestimmt. Du bist. Geh. Das kann nicht sein. Ich wollte doch sagen, nein, das war doch, es war doch getriggert hier, XM mit dem. Ja, XM Dingenskirchen Tod und du hast gewonnen. Also, auf frei übersetzt. Aber wir haben auch die Seelen gekriegt, aber wir sind auch gestorben. Oh nein. Es ist beides passiert. Meinst du, das ist die Musik? Nee, es ist tot. Du hast ihn geschafft. Wieso bin ich denn.
Bibliothek der verneinten Worte. Na gut. Das sind Bücher, auf die man sich freut. Oh, das. Oh nein. Achso, doch nicht, oh nein. Kann ich einfach durchlaufen oder fährt der automatisch hoch? Der fährt, glaube ich, automatisch hoch. Nee. Okay, jetzt bist du dran. Ich habe gerade für einen Moment nicht hingeguckt. Warum bin ich jetzt wieder dran? Heiligsbirnbäume. Ey, da machst du einfach den krassesten Bosskampf und ich fall einfach aus dem Aufzug raus. Ey, es ist einfach wieder ja, mal so. Du steht jetzt, ich glaube, wir haben Egalität jetzt erreicht, was die beschämenden Momente angeht. Oh. Ist das eine Plattform? Okay. Nein! Ja, das sah aus wie eine Plattform! Was? Die Anzeige? Was meinst du? Da war doch rechts in der Wand Da weiß ich aber nicht genau. Also ich guck noch mal genau hin. Vielleicht können wir das Geheimnis gemeinsam aufdecken. Ja, das oh nein! Oh! Weißt du, was ich machen wollte? Ich wollte natürlich cool abschießen und habe mit der Verzögerung nicht gerechnet. Du hast irgendein Gitter nicht aufgemacht, sagt Captain Pferd. Nee. Captain Pferd? Wer ist denn Captain Pferd? C-Pferd. Ach so. Captain Pferd ist auch nicht schlecht. Captain Pferd ist ein guter Superheld. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe dieses großartigen, emotionalen, aufgeladenen Formats, gerade durchgenommen, Blasphemous, Folge 8. Es könnte sein, dass es die letzte Folge ist. Wir sind kurz vorm Ende. Ja, möglicherweise heute in den Final. Eineinhalb Stunden nur. Ja, aber gut so. Ich hatte ja so einen Run letztes Mal. 71,75. Ist das die Wertung, die du dem Spiel gibst? Auch, ja. Könnte hinhauen, ne? Ja. So ein so niedriger 70er so. Fans greifen genau zu. Übrigens, ich weiß nicht woran, es gibt so, ich habe so ein paar Talente. Erstens. Ja, erzähl. Ich kann. Lass dir, die Community soll erst sich was zum Schreiben holen. Ich kann sehr gut die Zeit einschätzen. Hast du nicht die Geschichte schon in Folge 1 erzählt? Kann sein. Ich kann sehr gut Alter einschätzen. Ja. Und ich kann sehr gut Prozentwertungen an Spiele vergeben. Warte auf, ich sehe keine Uhr. Ich sehe keine Uhr. Okay. Aber ich sage, es ist. Warte. Gott. Jetzt wird es richtig schwer, Leute. Ja. 12.27 Uhr. Wie viel ist es? Also auf der Uhr, da, die ich sehen kann, steht 12.27 Uhr. Das ist korrekt. 12.27 Uhr, Alter. Motherfucker. Ich schwöre dir, ich hab's nirgendwo gesehen. Ich glaub's ja. Ich schwöre es. Ich glaub's. Ich schwör's beim sonst würdest du es ja nicht schwören. Gott, ich schwöre es beim Augenlicht meines Sohnes. Ich hab's geraten, 12.27 Uhr. Gut geraten. Ich sag dir, ich kann es. Es ist eine Gabe. Ich schwöre. Oh, Scheiße, es gab mir keine. Es ist 12.27 Uhr. Motherfucker. Hier, 12.27 Uhr. 12.27 Uhr. Was ist die bessere Gabe? Tote Leute zu sehen? Oder die Uhrzeit genau zu kennen? Verdammt, ich schwör's, ich habe nicht auf irgendeine Uhr geguckt. Hier ist keine. Es ist keine Uhr im Raum. Krogi, kannst du das vielleicht mal untermalen mit Applaus oder irgendwie Regie? Ich weiß nicht 12 genau, was 27, Motherfucker. Auf die Minute genau. Auf die Minute genau geht's auch jetzt los. Um 12 Uhr. Lustig, wenn das Telefon klingelt und meine Frau ist dran. Ey, unser Sohn kann nicht mehr gucken. Hast du irgendwas gemacht? Ja, das wäre schön. Apropos. Gegen eine Wand gelaufen. Ja, aber es war auf jeden Fall ein bisschen anders, die Wand. Das Alter, warum kommt dein Kollege Kackberg direkt aus dem Off gelaufen? Das ist ja jetzt wirklich. Mann, oh ja, lass mich doch erstmal einspielen. Ich werde mich gleich so rächen, wenn du das Pad bekommst. Kommst in 3 bis 8 Folgen. Ja. Wenn man so spielt wie du. Meinst du passiv-aggressiv? Ja. Ach komm, wir probieren es einfach mit dem, ja? Aber wie will man denn da hochkommen? Ja, slidey-slide. Nee, ja, pass mal auf, jetzt kommt hier noch eins. Aus das Ranken-Ding. Ach, dieser Ranken. Ach, die Ranke von Anke. Gut. Aber dann gehe ich davon aus, dass das nächste ist, was wir bekommen. Wart's ab, gleich wieder. Hallo, ich bin Saint Anke. Ihr habt mich befreit. Anke. Zum Dank. Ich gebe meine Ranke. Danke. Aber ich sag mal so, wenn man Bloodstained nicht gespielt hat, sehe ich eigentlich keinen Grund, warum man Bloodstained. Ja, was soll ich denn hier machen? Alter, lass mich doch mal aufstehen, du gewichstes Arschgesicht. Sorry, wir sind ein 18er-Sender, ich darf das sagen. Mann, konzentrier dich. Sorry, ich wollte dich nicht gewichstes Arschgesicht nennen. Komm, das kriegst du jetzt hin. Gibt's ein Spiel, in dem Eddie wirklich gut ist? Ja, frag mal deine Mutter, Alter. Das hab ich erst verstanden.
Er war nicht so komplex. Ich war gerade geistig noch in der Mischung aus Bossgegner, Retrospektive und Gulaschrezept. Ach, das ist so ein Studentenfuttermix? Nüsschen. Ich hab einen Kaugummi, warte mal. Also, Hauptsache, es sind keine Rosinen mehr drin. Ich hasse Rosinen. Also, richtig fresh schmecken die Nüsschen auch nicht. So ein bisschen. Da, wann stehen die denn hier? Ja. Wir sind aber schon auch so ein bisschen naiv, ne? Warum das für die Essen? Da steht eine Schüssel mit ganz wenigen Restnüsschen. Ja, wenige Restnüsschen. Ist egal. Wenn die beim Arzt stehen würden, würdest du reingreifen? Du bist doch MHD-Ede. Ja, aber. Also bitte, komm jetzt nicht mit einer Schüssel Nüsschen, dass du denen plötzlich dein volles Vertrauen schenkst, ohne genau zu wissen. Ich weiß, dass die regelmäßig täglich so neu aufgeschüttelt werden. Ach, stimmt. Das war die Nussbeauftragte, die wir. Ja, ich erinnere mich. Ja, man kann ja. Das die waren Schanze. Das wollte ich eigentlich machen. Alter, Fotzlappengeburt. Na! Hallo, du redest ja wie ich. Denke. Hast du dich erschreckt? Nein, ich dachte, ich hätte mit dir nichts zu tun. Oh, da wird ein richtig geiles Goodie auf uns warten. Natürlich ganz runter. Weil du da nicht spießen kannst, du Arschgeburt. Du verfickte kleine Klabusterglocke, echt. Oh, du Pendel aus der Pisshölle. Ich hasse dich. Ich hasse dich, wie jemals ein Menschen Schwingpendel gehasst hat. Glocke. Alt! Hast du es gesehen gerade? Nein. Okay, der Chat soll berichten, was passiert ist. Ich bin von der Wand abgesprungen und die Blutlaken-Dinger zum Draufhüpfen sind verschwunden. Sind einfach nicht wiedergekommen. Ich bin durchgesprungen und dann in die Erde gefallen. Das ist auch eine Timing-Sache immer, ne? Ey, das ist doch wirklich, das ist doch scheiße. Ey, das ist Timing. So, jetzt bist du dran. Das ist einfach eine Timing. Und hopp. Und hopp. Nicht nochmal. Oh, das ist ja scheiße. Das, was hasst man doch? So was hasst man doch einfach. Das ist lächerlich. Da kannst du nichts machen. Ich hoffe, wer auch immer ein netter Mensch, der. Ja, genau. Kannst du, wieso darfst du auch auf die Plattform, du Arschgeburt? Ey. Ja, das ist aber jetzt auch verdient. Ist überhaupt nichts verdient hier. Du willst unbedingt dieses dämliche Item und wehe, das ist nur ein Penis. Wir holen uns dieses Item. Wir lassen uns doch vom Spiel nicht sagen, in welche Räume wir gehen und welche nicht. Das lassen wir uns von jedem Spiel sagen. Nein, nicht doch. Von Blasphemous. Okay. Wir sind so nah am Nektar der Sünde, da gehe ich doch jetzt nicht hin. Nektar der Sünde? Und geh doch nicht an die Bar und trink jetzt irgendeinen Ananassaft. Das ist der Penisknochen von Harry dem Hund. So, wetten? Und der Penisknochen von Harry dem Hund bringt uns vielleicht richtig was. Ach, der bringt uns, ja, Tränen bringt er uns und Wut und verschwendete Sendezeit. Aber ich glaube, hier bin ich spießsicher. Die verschwindet nicht. Ich hätte innerhalb von, wie so ein Jetpilot, du hast anderthalb Sekunden, die richtige Entscheidung zu treffen. Und jede Entscheidung ist falsch. Nicht nach rechts. Gott. Immer falsch auf mich. Ich hab keinen Bock mehr. Ey, das ist doch scheiße. Ja, aber warum hörst du denn auch nie auf mich? Ein bisschen mehr Vertrauen. Mach's bitte jetzt einfach. Eddie, du musst jetzt die Scheiße aus dem Keller holen. Oder wie heißt das? Kastanien. Ach, da ist eine Wand. Die habe ich gar nicht gesehen, die Wand. Shit. Nein, er kommt jetzt quer. Gott, ihr Himmel! So knapp. Weißt du, ob ich jetzt Bock hätte? Cordon bleu. Was ist jetzt passiert? Was war das denn? Spul zurück. Ich will, Alter. Das gucke ich mir wirklich jetzt nochmal an. Was ist denn da passiert? Alter. Ich raste aus. Das gucke ich mir nochmal an. Pass auf. Ich mach mal auf Doppel. Du stirbst jetzt gleich. Oh Gott, das gibt's überhaupt nicht. Dieses Zwischen. Hier gewesen. Ja, wenn ich jetzt spiele, ja. Ich gehe jetzt, glaube ich, nach unten. Du suchst irgendwas. Ich entscheide mich jetzt, nach unten zu gehen. So, jetzt pass auf. Oh, das ist ja jetzt super Meter. Guck mal, das ist Chat in Chat in Chat. Ja, pass mal, aber pass mal auf, was jetzt passiert. Sendung, hey, wir sind Sendung, noch nicht so weit. Wir sind noch nicht so weit.
Guck mal, das ist jetzt völlig crazy, was wir hier machen. Chat. Ich weiß selber nicht mehr, in welche Realität ich mich befinde, ehrlich gesagt. Wir öffnen zu viele Dimensionen. Da sind wir nicht. Du gehst auf. Komm, geh mit deiner Linkshändermaus schön ans Ende des Videos. Ja, warte. Da, ich spul's ja durch. Da hast du es dann schon gefunden. Ja, ist ja logischerweise ganz am Ende dieses Strang. Ist das crazy gerade, was hier passiert? Liebe Regie, warum zeigt ihr uns? Zeigt doch, das ist doch viel interessanter da jetzt. Ja, die Regie hat vielleicht. Ist doch völlig crazy, was hier gerade passiert. So. So. Achtung. Ja, da hast du schon. Da muss ich ja gar nicht nach. So, und jetzt kommt's. Ja, hast du doch. Hast du doch schon gefunden. Zweite Zuflucht gegeben? Jetzt kommt's. Wie? Ach komm. Ist das wieder ein drittes Opfer, was auch noch gegeben wird? Aber das wird dann da oben auch zu finden sein, oder? Jetzt. Jetzt brauch ich jetzt Oh, eine dumme Scheiße. Okay, ja, das ist aber auch. Ja, egal. Ja, ihr seid die coolsten. Das war dumm. Wenn du in. Hab ich da jetzt eigentlich. Hatte ich jetzt da den. Nee, hatte ich nicht, ne? Crossing Souls? Nee, du hattest klugerweise nicht, wie ich es dir gesagt habe, dort abgespeichert. Und ich habe noch gesagt, warum nicht? Aber jetzt kann ich hier runterspringen. Ja, mach mal. Ey, habt ihr nicht gerade im Chat gesagt, dass man runterspringen kann, wo Nebel ist? Woher soll ich denn wissen, bei welchem Nebel ich runterspringen kann, bei welchem nicht? Vielleicht mit dem Blick auf die Karte. Ich spiele jetzt weiter, nur falls du denkst, dass ich das Pad abgebe. Nö, mach ich nicht. Keine Sorge, die Regeln gelten für nicht dich. Also, ja, was ist das? Ich hab den Diss schon trotzdem, der ist angekommen, auch wenn er falsch formuliert war. Nächste Woche, wenn wir nicht es mit einem unfassbar schweren Finale zu tun haben, behaupte ich, dass wir nächste Woche mit Folge 10 dann hier auch einen Haken dran machen können. Da machen wir einen Haken. Nächstes Mal wird's letzte Mal. Und da soll jetzt. Ach, die. Oh, nee, Captain Kürbiskimmer. Ja, könnt ihr Chat, könnt ihr euch mal kurz auf unser gemeinsames Problem. Dann lass du musst die schwarze Perle ausrüsten. Ah, hast du das gelesen oder erinnerst du dich? Das weiß ich natürlich. Das finde ich klasse. Aber vielleicht hat es auch Raidens in den Chat geschrieben. Egal. Proklamier es einfach für dich, der wird dann gleich einfach gebannt und nie wieder sollte jemand davon erfahren. So zwei? Ja, zwei von den Rosenkranzperlen, ne? Wie fehlen uns noch? Was lassen wir denn weg? Was war das denn hier nochmal? Lebenskraft, oh, ich kann. Egal. Vielleicht ist das eine schwarze Perle. Ja, schon. Ich will nur wissen, was ich dafür am besten aufgebe. Weil du kennst es. Wir haben in 10 Folgen nicht gelernt. Machst du in deinem Leben irgendwas eigentlich schnell? Nee, ne? Du bist so einer, du lässt dich. Sex. Glaube ich nicht. Das glaube ich wahrscheinlich schon, bis du dich ausgezogen hast, schon eine Ewigkeit. Oder dabei einem eine Frikandel ans Ohr labert. Na. Ja, und dann habe ich gesagt, ganz ehrlich. Nichts ist geschehen. So. Hast du denn jetzt die schwarze Perle angezogen? Selbstverfreilich doch. Da ist doch die schwarze Perle. Das ist tropfengeronnener Tinte. Wie kann man denn den nur mit der schwarzen Perle ver. Also, das ist wirklich. Gewicht der wahren Schuld. Was ist denn die scheiß schwarze Perle? Was ihr nicht sehen könnt, ist, dass Eddies Finger die ganze Zeit auf das Item. Friedhof auf den Gipfeln. Wir treffen nur du und ich. Und ich und der Sarg. Wir sind am Friedhof auf den Gipfeln. Und du bist süß wie Vanillekipfel. Ja, hab ich nicht mit gerechnet, sagen wir mal so. Hier also, ist eine Spaltolle. Wo muss das ich verstehe hin? Ich nicht. Sebastian Wicke sagt, Spaltolle sehr sexistisch. Das ist nicht korrekt. Das ist eine Olle, die in einem Spalt wohnt. Also ich habe ein gewisses. Nein, ich habe das falsche Item an. Aber das ist schon eigentlich ein geiler. Das ist wieder so ein Gegner, der Spaß macht. Der ist nicht so schlecht. Weil das ja, einfach. Der ist das schön dazu. Am Anfang denkt man, leck mich, du dummes Schwein. Und irgendwann denkt man, ich leck dich. Du dummes Schwein. So, ich dummes Schwein. Gib mehr, gib mehr, gib mehr. Oh Gott! Nein! Das darf nicht wahr sein. Jetzt haben wir es. Jetzt kommt's. Scheiße. Ich mag den Gegner. Der gefällt mir sehr gut. Das waren zwei Treffer noch. Ja. Bei der Attacke, die du schon 1000 Mal gemacht hast. Ja, leider. Es ist doch immer so. Jetzt klappt. Jetzt die letzte Folge von Blasphemous. Und das kann ich, glaube ich, dieses Mal wirklich mit Fug und Stolz sagen. Denn wir sind beim letzten Endgegner. Das sind wir, ob wir ihn knacken werden. Weil wir haben noch nicht ausprobiert, wir haben noch nicht gesehen. Wir haben keine Ahnung. Das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber aufregend wird die Reise in jedem Fall. Ich würde vorschlagen, du nimmst das Pad.
GTA Echo Vandenberg. Der nervt mich. Ach komm, du arschgebadete Arschmade. So. Ich muss immer wieder mein, wie nennt man das? Ich muss meine Emotionen nullen. So sagt man, ne? Also dieses Gefühl, der nächste Ball, der nächste Satz. Aber das ist es jetzt nicht. Ist es nicht, ne? Das ist es jetzt nicht. Das spüre ich auch. Ja, okay. Jetzt, ich weiß, du willst mich damit jetzt auf. Das kann auch funktionieren, dass du mich damit. Was? Das ist eine Unverschämtheit. Scheiße. Hier, das Auge. Auge. Jetzt ruhig, cool bleiben. Schau mal, die Murmeln gleich ballern. Ja. Ah, Arschgesicht, das? Arschgesichtige Arschgeburt. Konzentrier dich. Jetzt. Drei Schläge noch, Colin. Eins, zwei, drei. Ein Schlag noch. Vier. Ja! Stopp. Rule of three. Nein. Ich wusste, es kommt noch was. War auch klar. Nee. Thank you, my lord. Summa Blasphemia. Ich bin wie eine Krankheit. Ich habe Summa Blasphemia, Alter. Ich kann heute nicht kommen zur Weihnachtsfeier.